Und weiter geht's bei Let's Play Portal. Das letzte Mal waren wir in Kammer 10 sogar schon fertig geworden. Starten heute in Kammer 11. Bin ich mal gespannt, was Gladys da für uns vorbereitet hat. Jetzt leckt es gerade ein bisschen. Ich hoffe, es geht. Na, das ist ja beruhigend. Haben wir irgendwas übersehen? Nein, keine Kameras weiter. Hopp. Hier auch nicht. Dann auf zu Kammer 12. Hier könnte man jetzt auch dieses 9000 Meter freier Fall-Achievement machen. Okay. Ah. Und sie bewegt sich doch. Wie war denn das nochmal? Ich glaube... Ah, nicht ganz. Okay. Hm.
Boink. Damit hat Gladys offenbar wieder nicht gerechnet. Kameras sind hier auch keine mehr. Okay. Weiter zu Kammer 13. This next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. Mm-hmm. An intubation associate will be dispatched to revive you with septic cells and adrenaline. Okay. Ich habe aber nicht wirklich vor, ohnmächtig zu werden. So. Okay. Hopsen wir da mal runter. Vital testing apparatus destroyed. Wir das dann schon mal in Gang gesetzt und müssen jetzt noch die Würfel auf diese beiden Buttons da bringen. Geht dann am besten da, so wie es aussieht. Hui! So, und irgendwo müsste ich noch einen zweiten Würfel herbekommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, weiter nichts übersehen. Alles klar. Dann soll es das an dieser Stelle für heute leider auch schon wieder gewesen sein. Oh, ich kann mich doppelt sehen. Ich bin eine scharfe Brünette, so wie es aussieht. Naja, an dieser Stelle dann danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit. Tschüss!